und am Wort ist Dagmar Belakovic von der FPÖ. Magister Michael Hammer, Josef Muchitsch, Dr. Dagmar Belakovic, Magister Gerald Loacker, Daniela Holzinger, Vogtenhuber zum Initiativantrag 216a in der Fassung des Berichts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 229 der Beilagen betreffenden Bundesgesetz, mit dem das Heimopferrentengesetz geändert wird. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der Initiativantrag 216a in der Fassung des Berichtes des Ausschusses für Arbeit und Soziales 229 der Beilagen betreffenden Bundesgesetz, mit dem das Heimopferrentengesetz geändert wird, wird wie folgt geändert. Nach Ziffer 4b wird folgende Ziffer 4c eingefügt. 4c in § 3 Absatz 1 Zahl 1 wird die Wortfolge der Pension oder des Ruhegenusses durch die Wortfolge der Pension, des Ruhegenusses oder die Feststellung des Anspruches auf Rehabilitationsgeld ersetzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor einigen Jahren war es so, dass erstmals ganz groß über die Medien Opfer sich gemeldet haben, die in Heimen untergebracht waren und die schier Unglaubliches erzählt haben, was sie in ihrer Kindheit und Jugend erlebt und durchmachen mussten. Das war fast für jeden wahrscheinlich unvorstellbar. Wir haben in einem sehr langen parlamentarischen Weg diskutiert, debattiert. Es hat die Geste der Verantwortung initiiert durch die damalige erste Präsidentin Doris Bures dann letzten Endes dazu geführt, dass wir voriges Jahr bereits einen Allparteienantrag verabschieden konnten für die Opfer in Heimen. Wir haben uns von Anfang an auch darauf verständigt gehabt, dass es natürlich wahrscheinlich immer noch weitere Opfergruppen geben wird. So ein Gesetz ist ein dynamischer Prozess. Es ist leider Gottes so, dass man immer wieder vielleicht auch drauf kommen wird, auch in weiterer Folge, dass es möglicherweise doch noch Opfergruppen gibt, die eben nicht erfasst sind. Wir haben uns darauf geeinigt, dass diese Personengruppe als Geste, und das ist wirklich eine Geste, als solche auch zu verstehen, eben eine Rente bekommt. Ich freue mich auch sehr, dass wir es gemeinsam geschafft haben, auch heuer wieder diesen Antrag sozusagen zu erweitern, dass jetzt auch Personen in den Genuss dieser Heimopferrente kommen, die in einem Krankenhaus waren, die in einer Psychiatrie zwangsuntergebracht waren oder aber an denen Medikamententherapien wie beispielsweise die Malariatherapie durchgeführt wurde zu einem Zeitpunkt, als man das schon lange nicht mehr gemacht hat, die also so etwas wie reine Versuchsobjekte gewesen sind. Ich bin froh, dass wir das wieder in einer sehr groß angelegten gemeinsamen Art zusammengebracht haben. Ich glaube, es ist unsere aller gemeinsame Verantwortung, für diese Menschen etwas zu tun. Es ist aber auch unsere Verantwortung, danach zu trachten, dass so etwas nie wieder vorkommen kann, dass man hier auch sehr rasch reagiert, wenn man über Missstände erfährt. Ich glaube, da ist jeder Einzelne von uns auch gefordert, das auch wirklich zur Anzeige zu bringen, wenn ihm so etwas jetzt zu Ohren kommt. Man kann heute Gott sei Dank viel schneller reagieren. Für jene Menschen, die das Leid mitgemacht haben, ist dieser Symbolakt gedacht. Und wir hoffen damit sozusagen, dass diese Menschen, die davon betroffen sind, auch diese Entschuldigung, die hier von der Politik an sie gestellt wird, annehmen. Herzlichen Dank. Soweit Dagmar Belakovic von den Freiheitlichen.